Und da sind wir wieder zurück bei Fashionably Late to Magic nach der Pause. Unsere neuen Magiestudenten, die erfahren haben, dass sie von einem nicht-magischen Wesen zu einem magischen Wesen aufgestiegen sind, haben in irgendeiner Art und Weise ihren Teleportationskeks zerbröselt, wurden am Kragen gepackt und durch Zeit und Raum geschliffen. Und ihr taucht, auch wenn ihr an unterschiedlichen Zeiten und unterschiedlichen Orten euren Keks zerbröselt habt, gleichzeitig in einer Straße auf, die, wie soll man sie beschreiben? Es sind Kopfsteinpflaster, schiefe Gebäude und die niedlichste, wuseligste Straße, wo es, glaube ich, keinen einzigen rechten Winkel gibt und vor euch eine große Menschenmenge sich ergießt von Personen, die in schwarze Roben gekleidet sind, mit bunten Akzenten, manche rot, manche grün und manche gelb, die durch die Straßen wuseln, Geschäfte, Schaufenster. Über euren Köpfen fliegen kleine Sternschnuppen durch die Gegend, große Wolken von wie pinke Zuckerwatte fliegen durch die Luft. Merkwürdige Geschöpfe, kleine wie Gnome laufen durch die Gegend und ihr meint vielleicht einen Greif ganz kurz über den Horizont fliegen zu sehen, steht ihr am Anfang der Crooked Alley. Ein großes Schild am Rande einer Backsteinmauer verrät den Namen. Und dort an einer Statue, wo ein größerer Mann steht, in einer Robe, wo wie viele Sterne eingemeißelt sind, mit einem obszön großen Zaubererhut, sitzt ein Junge in einer schwarzen Robe ohne farbliche Akzente, eher so der gedrungene Typ, eine Brille, rund und groß und glatte, schwarze Haare. Der kurz aufschaut, aufspringt und sagt, Hi! Hi! Ich habe mich erstmal fast an diesem Keks verschluckt. ihr seid die von dem Nachzüglerprogramm. Ihr steht alle nebeneinander und ihr seht euch zum ersten Mal. Okay. Bist du nicht diese, Vanity Sparrow, ja, das bin ich. Ja. Das bist du? Ja, hi, Vanity Sparrow, wer bist du? Ja. Also ich bin Myra. Hi, Myra. Der Junge, der Junge, der an der Statue saß, sagt, ja, natürlich, Begrüßungsfloskel, hi, ich bin Jade Bucket. Hi, Jade Bucket. Ach so, ja, ich bin hier abgestellt worden, um euch zu begrüßen und, er rennt zurück und holt von dem Sims, dieser großen Statue, eine bronzefarbene Schüssel, wo kontinuierlich Nebel drin wabert. Und er sagt, bleibt kurz dort stehen und hört euch das an. Und er stellt die Schüssel hin. Soll da was passieren? Hat er gesagt, hört euch das an? Aus der Schüssel explodiert eine riesige Nebelschwade in den schillerndsten Regenbogenfarben. Und ihr habt so leicht auch den Geruch von Zuckerwatte, gerösteten Mandeln, Lavendel und ein bisschen Furz mit dabei. Und dort steht in diesem Nebel geformt die Gestalt eines älteren Mannes. Kurzer, geschnittener Bart, längere Haare, wie so ein leichter Männerdutt. Und wahrscheinlich, Luis, du siehst direkt maßgeschneiderter Anzug, der mit
Sternen, Konstellationen bestickt ist, aus Gold. Also du kannst die Farbe nicht so wirklich erkennen, weil die Farbe ändert sich die ganze Zeit. Und dieser Mann sagt, ah, schön, dass ihr da seid. Isebald Conterville zu ihren Diensten. Schulleiter der Javik Academy für Magie und Zauberkunst. Außerordentlich erfreut. Louis de Lorois der Siebte. Fantastischer Anzug, by the way. Was machen Sie mit Ihren Haaren? Das ist, also, ich komme aus einer Familie von Haarpflegeprodukten und das mit dem Man-Bun. Ich benutze normalerweise alle eure Haarprodukte übrigens. Ich wollte es nur sagen. Wunderbar. Das ist auch. Du aber nicht so, oder? Nur für den Bart. Vielen, vielen Dank. Ihr wurdet ausgewählt. Ihr habt die einmalige Möglichkeit, an der Javik Academy zu studieren. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, ist jetzt der Zeitpunkt, sie an mich zu stellen. Ansonsten ist hier Mr. Bucket für sie abgestellt, sie ein wenig durch die Unwegsamkeiten, Fragen am Ende des Vortrages zu begleichen. Jetzt können sie Fragen stellen. Riecht's da überall so unangenehm nach Pups? Das ist was vollkommen natürlich ist, dann müssen sie sich in der Magierwelt dran gewöhnen. Okay. Und wie war ihr Name nochmal? Isebald Conterville. Isebald Conterville. Okay. Mr. Conterville. Ja. Wieso wurden wir erst zu spät aufgenommen? Nun, wie ihr verstehen müsst, als jetzt, also der ganze Prozess, durch den ihr jetzt gelaufen seid, hätte schon passieren müssen in eurem Alter von 10 oder 11. Aber es gab da einige verwaltungstechnische Schwierigkeiten und nach der politischen, also wir wollten die Schule für mehr, mit mehr Potenzial füllen. Und deswegen seid ihr hier. Kleines, trauriges, das heißt, Mädchen. Ja, danke. Traurig? Nein, ich meine das andere. Ihr seid beide, das tut mir leid, ihr seid beide traurige Mädchen. Ich meine das. Okay, ich dachte, ich habe da noch Tränen oder so. Ich meine, ich meine das nicht verheulte traurige Mädchen. Okay, wunderbar. Dann sage ich jetzt nichts mehr. Ja, das wäre auch besser, weil ich dich auch nicht gefragt habe. Ja, bitte. Einmal, was für eine politische Situation. Also, weiß nicht, das habe ich jetzt nicht mitbekommen. Und außerdem. Sie sagen mir gerade, dass ich vor 6 Jahren hätte meinem unfassbar schrecklichen Haushalt entfliehen können? Nun, die Wege der Magie sind wie immer unergründlich und ihr als Naps, non-magical Naps? Persons, seid ihr jetzt magical persons geworden. Also Maps anstatt Naps. Das ist ja lustig. Oh. Okay. Es gab bei uns im Zauberministerium einige Umstrukturierungen, was die Kategorisierung von magischen und nicht magischen Wesen gibt. Ein wenig auch an der Formulierung, wie wir das jetzt nennen, und wir haben uns auf Naps geeinigt. Aber jetzt sind wir Maps. Nicht Maps. Nun, jetzt seid ihr eingestuft, wenn ihr alle Papiere unterschrieben habt, als magische Wesen. Das ist was sollen wir jetzt genau tun? Ja, selbstverständlich. Der Unterricht beginnt morgen und dafür braucht ihr 3 existenzielle Dinge. Einen Zauberstab, einen Besen und einen Begleiter. Jade ist hier, um euch zu zeigen, wo ihr das alles
findet. Das ist der eifrige Junge? Mit den glatten schwarzen Haaren? Steht hinter der Schüssel mit Rauch und sagt, ja, das bin ich! Klasse. Ich finde, das sieht irgendwie interessant aus. Isabald Conteville zeigt auf Emma. Ja, bitte. Also, ich habe in einen Keks gebissen und jetzt bin ich hier. Du hast da reingebissen? Nur... Ich muss mal... du hast den Keks gegessen. Ich hab die... Ja. Ich hab den Keks auch gegessen. Ist schlimm? Sollte man den... Nein. Das ist nicht... Dafür schlimm. Sind doch Kekse da, oder? Also man isst doch... Ja. Jade, Junge, sei doch bitte so gut und hol doch mal... Lavender Ross, wir haben einen kleinen Teleportationsvorfall mit den Neuen. Husch, husch. Es ist aber gar kein Problem, dass ihr den Keks... Passiert jetzt was mit mir? Bin ich jetzt, Hätte ich den nicht essen sollen? Bin ich jetzt krank? Es wird also, nichts mit euch. In der Sekunde verschwindet Emma, also alle, die den Keks gegessen haben, verschwinden kurz und tauchen an leicht verschobenen Orten vorher wieder auf. Was? Oh mein Gott. Oh, was war das denn? Oh mein Gott, das fühlt sich schrecklich an. Wo wart ihr? Passiert das jetzt wieder? Würde ich einen Keks nicht essen, der mir gegeben wird? Bitte. Sie müsst das Konzept überdenken. Das ist eine Katastrophe. Aber es ist ja aber klar, dass man Kekse nicht isst. Es ist ein gängiges Prozedere bei uns, dass man den Keks nicht isst. Aber warum schreiben Sie... Wieso schickt ihr ein Lebensmittel mit, wenn man es nicht essen soll? Alle, die den Keks gegessen haben, verschwinden schon wieder und tauchen. Einer sitzt auf der Statue, einer daneben, einer steht in der Schüssel und wird von Rauch eingehüllt. Könntest du bitte da rausgehen? Lavender! Könnte mir jemand hier runterhelfen? Es verwirrt mich, wenn ihr ständig verschwindet und wieder auftaucht. Mich verwirrt es übrigens auch. Ich bin daran beteiligt. Ach was. Ist jetzt auch... Wie hört das wieder auf? Jade ist kurz weggerannt und bringt eine strenge ältere Frau wieder mit. Wenn es eine Definition für ältere britische Frau gibt, dort ist sie. Sie kommt euch entgegen. Schwarze, schlichte, dunkle Robe, riesiger Hexenhut, Hände vor der Brust gefaltet, kommt sie zu euch. Nun, wer war so dämlich und hat den Teleportationskeks gegessen? Von dämlich kann hier keine Rede sein. Das ist jetzt auch nicht so dämlich. Sind wir jetzt krank? Geht das wieder zurück? Ich habe ihn nicht gegessen. Die ältere Hexe kommt auf dich zu und sagt, junger Mann, ich erwarte ein bisschen Respekt vor der stellvertretenden Schulleiterin der Jadwick Academy für Magie und Zauberkunst. Als stellvertretende Schulleiterin dürfen Sie mich ruhig mit meinem Namen ansprechen. Louis de Louvois, der Siebte. Mach mir bitte einen Fight-Wurf. Und das wird ein Opposing-Wurf werden, weil Lavender Ross ebenfalls einen Fight-Wurf macht. Bei Fight ist das nicht, wo ich noch irgendeinen anderen Würfel mitwerfe. Du würfelst nur auf deinen Fight-Wert, weil du hast noch nicht gezaubert, du hast noch keinen Zauberstab. Wie viel muss ich schaffen? Das kommt darauf an, weil ich für den anderen Charakter werfe, sage ich dir, dass du musst eine 20 schaffen. Okay, mein Würfel hat nur 6. Du kannst auch, das haben wir noch gar nicht in Regeln erwähnt, wenn du den höchsten Wurf von deinem Würfel würfelst, dann hast du einen Lucky Break und darfst ihn nochmal würfeln, so lange, bis du nicht mehr den höchsten Wert deines Würfels gewürfelt hast. Cool, dann brauche ich nur 3x eine 6. Ich habe eine 1. Du hast eine 1. Wir können ihm nicht helfen, ne? Ihr könnt ihm... ihr habt noch keine davon. Ihr könnt ihm noch nicht helfen. Sorry. In dem Moment, Louise, wo du wieder Worte geben möchtest, füllt sich dein Mund mit Butterscotch. So hart und so fest, dass sich fast dein Kiefer ausrenkt und du keinen Ton mehr sagen kannst.
Gut. Können wir irgendwas für ihn tun? Ich befürchte nicht, sagt okay. Lavenda. Gut, wo haben wir jetzt die armen Seelen, die den Keks gegessen haben? Hier. Fantastisch. Sie wedelt mit ihrem Zauberstab und ein feines Licht wie ein Garn fliegt aus dem Zauberstab raus, drei Abzweigungen davon, und setzt sich bei euch an die Stirn und zieht den Teil des Kekses aus der Stirn wieder raus, den ihr gegessen habt. Ugh. Das sollte es fürs Erste gewesen sein. Hat das wehgetan, Leute? Angenehm, nee, ich hab nur auch gesagt, es war eher unangenehm. Okay. Lavenda wendet sich zu der Rauchgestalt von Isabelle und sagt, ich hoffe, du hast es dir gut überlegt, dieses Nachzüglerprogramm zu starten, Isabelle. Und sie verschwindet wieder. Isabelle Conterville dreht sich zu euch und sagt, seht ihr, es war doch gar nicht so schlimm. Herzlich willkommen in der Welt der Magie. Gut, ich habe auch unendlich viel zu tun. Ich bin schließlich der Schulleiter einer sehr renommierten Magierschule. Also, wenn es weiter nichts gibt, dann würde ich euch in die kundigen Hände von Mr. Bucket reichen. Und, ach ja, gut kauen, das wird gleich wieder weggehen. Ich empfehle mich. Und sieht, die Rauchgestalt lehnt sich nach hinten und der ganze Körper aus Rauch klatscht auf den Boden und bildet, wie so mit Trockeneis, eine Pfütze komplett um diese Statue herum. Und auf dem zweiten Blick seht ihr, dass diese Statue verdächtig ähnlich nach Isabelle Conterville aussieht. Mhm. Gott sei Dank ist der Geruch weg. Ihr steht davor, Luis, langsam merkst du, dass du das, den großen Klotz ausspucken kannst. Was eine Bitch. Und Jade Bucket steht vor euch und sagt, gut, Zauberstab, Besen, Begleiter. Okay. Yay. Und los. Gut, also das ist, also er zeigt auf die Straßen und auf drei verschiedene Läden. Und sagt, ihr werdet das schon irgendwie finden, also weil ich muss doch selber mein Schulmaterial holen, weil es ist auch mein erstes Semester, wenn ihr versteht. Oh. Muss ich jetzt überall zu Fuß hinlaufen oder was, ha? Also theoretisch nicht, weil ihr jetzt alle Zauberer und Hexen seid, aber frag mich nicht, wie. Also doch schon wie. Also ich weißt du genauso wenig wie wir. Du warst nur 3 Minuten vor uns da, oder was? Nee, ich weiß schon, wie Zaubern geht. Und er holt sich halt seinen Zauberstab raus. Was ein bisschen wie ein mickriger Ast aussieht. Und sagt, naja, also ich wurde zu Hause unterrichtet, aber es gab halt Änderungen beim Zauberministerium und jetzt muss ich halt in die Schule und das gefällt meinen Eltern nicht so sehr, aber jetzt bin ich halt hier und wie ihr seht. Wie alt bist du? Ich? Ja, du. Ja, ich bin 17. Ach so, okay. 17. Ich kram. Darf ich dich was fragen? Also, ja, klar. Können wir, also ich, nur so Interesse halber, können wir hier gefunden werden von, also ist diese Welt verbunden mit der, aus der wir kommen? Ja, können klar. Können meine Eltern herkommen? Ja? Ja, also die unsere Welt und die Muggelwelt, die Nebswelt, Entschuldigung, das tut mir fürchterlich leid, es tut mir wirklich fürchterlich leid, ich wollte das nicht sagen, ich habe gar nichts gehört. Ich weiß ja gar nicht, was das heißt. Als Nebs, es gibt Verbindungspunkte dahin. Zum Beispiel da vorne, und er zeigt vor so eine Backsteinwand. Also da geht's raus. Oh. Und da geht's raus. Also London Central Station ist, glaube ich, in die Richtung.
Und dann gibt es noch London in die andere Richtung. Und dann gibt es noch London. Ihr seid in London? Ja, ihr seid in London. Entschuldigung, wo soll denn die Zaubererschule sonst sein als in London? Fantastisch. Das heißt, meine Eltern müssten erst nach London kommen, diese Backsteinmauer finden und durch sie hindurchgehen. Ja, das geht nicht. Also, sind deine Eltern magisch? Nein, die sind, Naps? Naps. 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 Darauf ja, haben danke. Wir haben uns darauf geeinigt, dass es jetzt Naps heißt, weil das andere verletzend wirkt. Ja, okay. Das heißt, die können mich nicht finden? Nein, die können dich nie, also von den Naps wird dich niemand irgendwann finden. Entschuldigung, das ist fantastisch. Toll, dann machen wir weiter. Ja, du wunderbar. Du musst doch auch einkaufen gehen, ne? Sorry. Lüni? Ja. Können wir da nicht einfach alle zusammen gehen? Ja, klar. Ist das okay, wenn ich... Also ich kann auch ein Stückchen weiter nach hinten gehen. Also ich... Weil du könntest... Also wenn wir zusammen einkaufen gehen, könntest du uns ja die Dinge erklären, weil wir wissen ja wirklich noch gar nichts. Du hast ja wenigstens zu Hause schon Unterricht bekommen, weißt du. Ja, aber das ist jetzt auch alles. Das ganze Konzept von Menschen ist auch neu für mich. Aber ich kann gerne mitkommen. Ich kann gar kein Thema. Ich kann das alles machen mit euch. Das wird nur fürchterlich werden und ich werde schwitzen und das wird, ich werde... Aber bitte stink nicht. Und nein, kann ich nicht versprechen. Ich kann dir einen Schneider empfehlen, der hervorragende Anti-Schwitz-Sakkos macht. Fantastisch. Oh, erzähl mal. Ja. Gut, also Zauberstäbe gibt es dahinter. Okay, lassen Sie uns einfach Zauberstäbe holen gehen. Das reicht doch jetzt hier. Okay. Okay, ach, und ja, ihr kennt euch? Gibt es gute und schlechte Zauberstäbe? Ich brauche nie. Ja, es gibt sehr gute und sehr schlechte Zauberstäbe. Okay. Und kosten aber die unterschiedlich viel Geld oder wie bekommt man einen besonders... Das habe ich ja vollkommen vergessen. Geld! Er wedelt mit seinem kleinen Zauberstab Ast und ihr merkt, wie ihr alle was in der Tasche habt. Oh. Und ihr zieht einen kleinen Beutel raus, der recht schwer ist und klimpert. Und wenn ihr reinguckt, seht ihr 20 Goldstücke, die dort drin sind. Ey, ich sollte vielleicht, sagt Jade Bucket, vielleicht ein bisschen, also ja, stimmt. Ich hatte ja, ich sollte ja erzählen. Also, das europaweite MagierInnen-Nachzügler-Programm hat einen Fonds bereitgestellt für alle nicht-magischen Personen, sich mit der Grundausstattung für den Schulalltag auszurüsten. Wie ich höre, ihr seid alle Deutsche, also deswegen guckt er so humorlos und du bist so traurig. Aber ich dachte, wir wären jetzt magische Personen. Ja, jetzt, aber davor. Also ich meine, ja. Also ihr habt einen Fonds bereitgestellt und ihr könnt davon euer Material kaufen, was ihr für die Schule braucht. Und das habt ihr zur freien Verfügung. Können wir denn Geld tauschen? Ich weiß nicht, ob das reichen wird. Also ja. Wechseln, du weißt schon. In was? Na, mein deutsches Geld in Maps-Geld. In magisches Geld. Gold. Ihr zahlt nicht in Gold? Okay. Nein. Nein, wir haben Papier. Oder eine Kreditkarte. Ja, Papier und Plastik. Ihr zahlt mit... Was ist Plastik? Ja. Mit Plastik. Sehr äußerst effektiv. Was ist... Was Plastik ist? Ja. Nicht so wichtig, um Gottes Willen. Das wird eine Katastrophe werden. Okay, sollen wir dann zu dem... Louis möchte gerne die Erklärung übernehmen, habe ich gerade rausgehört. Ja, Louis, es ist absolut irrelevant, was Plastik ist. Wir haben eine Karte. Es ist eine Karte aus einem härteren Material als Papier. Die zieht man irgendwo drüber und dann ist dein Geld aus deinem Konto oder Verlies oder wie auch immer ihr das nennt, ist dann weg und ist stattdessen auf dem Konto von dem anderen Menschen. Aber er wollte ja wissen, was Plastik ist.
Nicht was die Karte. Ich habe ja auch gesagt, es ist nicht so wichtig, was Plastik ist. Also ihr zahlt mit einer Karte eurer Stadt und... Nee, unserer Bank. Eurer Bank. Einer Karte eurer Bank. Mhm. Das. Die unser Geld verwaltet. Okay, aber ihr habt jetzt 20 Gold und die könnt ihr ausgeben. Wunderbar. Aber es scheint ja recht wenig. Okay, ich bin still. Lasst uns loslegen. Ich kann ja immer noch was wechseln. Was war's? Zauberstab, Besen und Begleiter. Ich schätze mal, der Begleiter ist am allerwenigsten wichtig und der Zauberstab ist am allerwichtigsten wichtig. Ich glaube, der Jade, Besen ist am wichtigsten. Jade guckt. Wie kommst du auf die Reihenfolge? Naja, wie soll ich zaubern, wenn ich keinen Zauberstab habe? Du wirst ja schon vorher irgendwas gezaubert haben, oder? Okay, du bist echt schlau dafür, dass du vorher Nap warst. Was soll das denn? Was sind das denn hier für Vorurteile? Was denn für Vorurteile? Wie, ich hab doch aufgehört, Muggel zu sagen. Doch nicht, dass du uns führst. Wir schaffen das alleine. Tschüss. Entschuldigung, ich weiß. Meine Eltern sind unfassbar konservativ. Und klar. Okay, also... Zauberstab suchen hier. Ja, finde ich eine gute Richtung. Idee. Ja, komm, wir gehen einfach. Wunderbar. Ihr geht durch die Crooked Alley. Eine Straße, die viele Biegungen und Haken macht. Es gibt kein Gebäude, was irgendwie gerade Fassaden hat. Und ihr kommt relativ schnell an einer Fensterfront an. Mit einem kleinen Erker. Es ist draußen grün angemalt. Und ihr seht das Schild Fosters Zauberstäbe und mehr. Die Straßen sind gut gefüllt. Kinder laufen durch die Gegend, Erwachsene. Ihr seht halt viele diese schwarzen Roben, die wie halt Schuluniformen aussehen, mit den farblichen Applikationen dran in Rot, Grün, Blau und Gelb, die euch entgegenkommen. Und es ist ein bisschen so, wenn ihr euch durch die Menge bewegt, Blicke treffen euch. Ihr fallt dort auf wie ein bunter Hund. Und es wird links und rechts getuschelt und ihr hört eins, die Austauschschüler. Auf der anderen Seite ist es wirklich eine Schande, wie weit diese Gesellschaft gekommen ist, dass sowas jetzt hier einkauft. Und andere Kinder sagen, oh, guck mal, was haben die denn hier verloren? Die sehen ja bescheuert aus ohne Rom. Und ihr steht vor Fosters Zauberstäbe und mehr. Durch das Fenster seht ihr Reihe um Reihe Boxen, kleine Schatullen mit Zauberstäben dahinter. Der Laden an sich ist leer. Gehen wir rein? Ja, klar. Offensichtlich. Es bimmelt die Tür. Oh, wartet. Ich will kurz ein Selfie von uns machen. Vom Laden, okay? Für dein Account? Ich guck erstmal, wie es aussieht. Okay, ich mach kurz Selfie. Alle lächeln. Okay. Ja, tschüss. Okay, jetzt können wir reingehen. Als du dein Handy rausgeholt hast, du siehst, dass der Empfang vollkommen weg ist. Du siehst keine Verbindung. Also das Handy an sich funktioniert noch, aber es glitscht merkwürdig. Gut, dann kann ich das Foto auch direkt wieder löschen, wenn ich es eh nicht hochladen kann. Gut. Aber dein kleiner Fan hier möchte es doch vielleicht ausgedruckt haben. Nein, das ist überhaupt nicht schlimm. Ich dachte nur vielleicht, also wenn du es hochgeladen hättest, dann hätte ich es ja danach gesehen. Warte, ich habe einen Sofortdrucker in der Tasche. Ach du, das ist Moment. Gar nicht notwendig. Hier, bitte schön. Ah, warte, ich unterschreibe noch schnell. Vanity Sparrow. Hier, bitte schön. Sagt, also technische Geräte, alle, die ein Handy dabei haben und drauf gucken, merken, dass halt dort, wo ihr seid, technische Geräte nicht so funktionieren, wie sie mal funktioniert haben. Es ist irgendwie merkwürdig. Wollt ihr euch mit dem Problem beschäftigen? Ehrlich gesagt nicht. Vanity, auf dem Bild ist gar nichts drauf, was du ausgedruckt hast. Ich habe auch gerade einfach andere Sorgen als Handyempfang. Ich aber eigentlich nicht. Ich will nur nichts Technisches wissen, weil das verstehe ich eh nicht.
Was möchtest du nicht wissen? Technisches. Maike. Mach mir doch bitte mal einen Brainswurf. Und du darfst dazu deinen Magic Dice würfeln. Ein W4. Okay. Also. Die Schwierigkeit, die du übertreffen musst, ist 10. Ja, ich habe schon 20. Du hast. Ja, weil ich habe Brains bei D20. Sorry, ich bin nun mal eigentlich echt intelligent. Und du hast eine 20 gewürfelt. Ja, habe ich. Wirklich. Willst du das sehen? Das heißt, dass du einen Lucky Break hast. Du darfst den Würfel nochmal würfeln. Oh mein Gott. 12. 12. Du hast. Die Schwierigkeit war 10 und du hast eine 32. Und jedes Mal, wenn es 5 drüber oder drunter ist, passieren funky Sachen. Okay, jetzt habe ich. Du nimmst dein Handy in die Hand und du wunderst dich, warum du keinen Empfang hast. Und du tanzt den Tanz, den jeder tanzt, der keinen Empfang hat. Du nimmst das Handy hoch und suchst nach Empfang. Und diese Bewegung, die du machst, ruckartig von links nach rechts, zeichnest du wie selbstständig eine riesige magische Rune vor dich in die Luft. Dein Handy zieht halt so einen kleinen goldenen Faden sich her und daraus bildet sich wirklich ein riesiges Runenkonstrukt, was einmal kurz pulsiert und wie in einem Umkreis durch die ganze Straße geht. Und du hast jetzt ein Netzempfang. Und das Netz heißt einfach Wizardry Tell. Und das habt ihr alle auf euren Handys. Weil Vanity so unfassbar gut gewürfelt hat. Dank mir später, Lei. Wow. Eure Handys haben jetzt Empfang und funktionieren wieder normal. Ja. Also ich mag das, wenn Leute nicht nur einfach so berühmt sind, sondern auch was können. Vanity, das war eine unfassbar mächtige Magierin sein. Das war sehr beeindruckend. Das muss ich jetzt mal ganz kurz hier stehen lassen. Dankeschön. Wo das Problem war, fantastisch. Ihr seid vor dem. Kannst du das Foto doch nochmal ausdrucken? Ich schick's dir. Aber lass das später machen. Jetzt kaufen wir erstmal Zauberstäbe. Ja. Ihr geht in den Laden für Zauberstäbe. Großer Tresen. Älterer, schrulliger Typ mit grauen, langen Haaren. So, ihr sucht einen Zauberstab, oder? Ja. Vorlieben? Ich hätte gerne einen fantastischen. Ich hätte gerne einen, der zaubern kann. Du bist ein ganz witziger, ne? Nein, ich meine das ernst. Ich hätte gerne einen möglichst guten. Ihr kommt nicht von hier, oder? Nein, wir sind offensichtlich. Heißt das Snaps? Wir sind Naps? Nee, jetzt sind wir ja Maps. Wir sind Ex-Snaps. Aber wir sind aus Deutschland. Das erklärt die Unhöflichkeit. Verstehe, verstehe. Verzeih. Ihr seid die aus dem Sonderprogramm. Da habe ich was für euch. Und er packt euch 4 Kartons unterm Tresen auf den Tresen und schiebt die zu euch rüber. Geöffnet und sie haben einen stinknormalen Holzzauberstab da drin. Ich glaube, damit kommt ihr erstmal zurecht. Sind die alle hier gleich? Ich bin was Besonderes. Ich brauche was Besonderes. Ich hatte ein bisschen auf japanischen Ahorn gehofft, muss ich sagen. Sie können besonders werden, wenn ihr wirklich euren Weg in der Magie mit Talent beschreitet. Dankeschön, ich nehme mir einen. Das heißt, ich habe dieselbe Scheiße von meinem Vater immer gehört, ey. Also verändern diese Zauberstäbe sich mit der Zeit? Oder wie darf ich das verstehen? Vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Ich verkaufe sie nur. Rätsel, toll. Rätsel. Okay, und wie funktioniert das jetzt hier? Und ich mach so. Was erhoffst du dir durch das Wedeln? Was willst du für einen Effekt haben? Feuerwerk. Ein mini kleines Feuerwerk aus der Spitze. Ein mini kleines Feuerwerk aus der Spitze. Mit welchem Wert würdest du es würfeln wollen? Du darfst es dir aussuchen. Mit
jetzt irgendwie erste Logik Fight, weil ich das einfach nur so durch die Gegend fuchtel. Alles klar, mach mir einen Fight-Wurf mit deinem W4 Magic Dice. Die Schwierigkeit ist 8. Eine 4. Eine 4. Du schüttelst mit deinem Zauberstab rum und es bildet sich wie so ein Tropfen an Feuer, der daran klebt, und du schüttelst ihn weiter und du schmeißt ihn nach vorne und es ist wie halt ein kleiner Tropfen Lava, den du auf einen Haufen Zauberstabkartons hinter den Tresen schmeißt und der halbe Laden geht in Flammen auf. Ich versuche das mit meinem Zauberstab zu löschen. Mach. Also du bewegst dann, du möchtest irgendwas. Immer so. Du möchtest Wasser aus deinem Zauberstab rauskriegen. Okay. Mach mir bitte einen Wurf auf Grit mit deinem Magic Dice. Uiuiui. Also der muss irgendwie kaputt sein. Ja, die Schwierigkeit ist 10. Das Feuer hat gerade erst angefangen. 6. Du wedelst deinen Zauberstab und es gibt halt, wie aus einer Gießkanne, schießt halt einfach so pisst ein bisschen Wasser da draus und du schießt alles halt auf den Verkäufer und sie über den Tresen und sagt, könnt ihr die nicht draußen benutzen? Entschuldigung. Okay, ich würde es auch mal versuchen. Ich würde gerne so Wolken entstehen lassen, aus denen es regnet. Einfach, ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich mache einfach so, wie als ob ich so Zuckerwatte in so einem okay. So ein Gerät, um meinen Zauberstab mach mir bitte einen Brainswurf. Die Schwierigkeit ist immer noch 10. Alles klar. Und eine 4. Du, ich glaube, das geht nicht gut aus. Rattest deinen Zauberstab und es strömt Rauch, Nebel daraus. Ja. Und es bildet sich wie ein kleiner Hurricane über dir, der im Laden immer größer wird. Blitze schießen raus, Blitze schießen in die Regale und die ganzen Kartons platzen daraus, fangen noch mehr Feuer und fast der komplette Laden ist in eine Regenwolke getaucht, die ununterbrochen sturzbachartig Regen von sich gibt. Ihr alle seid klitschnass, der Laden ist komplett nass und ihr steht innerhalb wenigen Sekunden so zwei Finger breit in Wasser. Ich wende mich mal an den Zauberstabverkäufer. Zu Beginn meiner dreiteiligen Entschuldigung möchte ich gerne sagen, dass ich bislang noch nicht versucht habe zu zaubern. Insgesamt möchte ich aber natürlich meine drei Begleiterinnen auch ein bisschen in Schutz nehmen, weil die drei, wie auch ich, noch nicht besonders bewandert sind in den magischen Gefilden. Weshalb ich sie recht herzlich bitten würde, eventuell mit ihrer magischen Erfahrung die Szenerie zu bereinigen. Der Zauberstabverkäufer klitschnass, guckt ziemlich pissig zu dir runter. Ja. Das hättest du auch mit weniger Worten sagen können. Er zieht seinen Zauberstab, schwingt ihn einmal und wie eine Wand aus Luft, alles ist weg. Wow. Es ist wieder trocken. Also alles ist trocken, außer ihr seid immer noch nass, aber der ganze Laden ist trocken. Könnte ich sie dazu erwärmen, ein paar phänomenale Haarpflegeprodukte auszuprobieren? Sie haben wunderbares Haar. Es würde Ihr Haar noch besser machen. So wie meins. So wie das von Vanity. Im Gegenzug könnten Sie uns vielleicht auch ein wenig trockener pusten. Verpisst euch. Okay. Aber die Zauberstäbe dürfen wir schon mitnehmen, ja? Ja. Cool. Okay, ich gehe schleunigst aus der Tür. Haben wir gerade fucking Zauberstäbe für Lau gekriegt? Ja. Ich glaube, der hat nichts verlangt. Wir haben immer 20 Goldstücke. Okay, pass auf. In dem nächsten Laden machen wir das genauso. Wir fackeln den Laden ab, setzen ihn unter Wasser und nehmen mit, was übrig bleibt. Finde ich gut. Das klingt fantastisch. Vielleicht funktioniert es ja auch nächstes Mal besser mit dem Zaubern. Wollt ihr nachgucken, ob ihr noch alle euer Geld habt? Ja.
Und die Frage gefällt mir so nicht, wie du sie stellst. Ihr habt alle nur noch 17 Gold in eurem Beutel. Ich hasse verdammte magische Scheiße. Aber ich habe nichts gezahlt. Ihr seid seid aus dem Laden rausgekommen und ihr merkt, dass eine große Gruppe an Menschen an der Schaufensterscheibe geguckt hat und als ihr rausgekommen seid, sich wirklich so ganz casual sich irgendwie umdrehen und sagen, das ist ein schöner Boden hier, schöner Boden. Ich sollte mal da hinten hingehen. Und sich die Menge so ein bisschen verteilt. Ihr habt jetzt schon Respekt erarbeitet. Ich weiß nicht, ob das Respekt ist, Vanity. Die wissen einfach, dass ich Louis Delorois bin von Delorois Haarprodukten. Ja, oder stimmt, die wissen, dass ich Vanity Sparrow bin. Bitte? Das sicherlich. Okay. Wir haben quasi ein Monopol auf Haarpflegeprodukte. Womit auch immer du dir die Haare wäschst, das ist wahrscheinlich eins unserer Abfallprodukte. Das ist ja jetzt nicht direkt so gemein sein. Ich zieh mich da Seid raus. Doch nett zueinander, das Leben ist doch schön. Wer mag schon Streit? Lasst uns lieber singen. Ich fange an, wild zu tanzen, weil ich absolut keinen Streit hab kann und versuche alle irgendwie einzulullen. Yay, wir haben unsere erste Challenge überlebt. Ich finde, wir brauchen jetzt alle einen Begleiter. Yay. Und du findest wirklich, dass Gemeinheit nicht angebracht war gerade? Okay, lasst uns einen Besen holen, bevor sie jetzt hier gleich, Begleiter, bevor sie jetzt hier gleich komplett austickt. Also, let's go. Ich bin dabei. Okay. Emma, während du singst, legt sich eine Hand von hinten auf deine Schulter. Du drehst dich um und siehst ein Mädchen in deinem Alter. Braune Haare, strenger Zopf, schwarze Robe mit roten Akzenten. Und die sagt, ihr seid das Nachzüglerprogramm? Neumaps. Ja. Ja. Okay. Wieso? Naja, ihr seid ein bisschen auffällig und ihr seht so aus, als ob ihr Hilfe gebrauchen könntet, ihr alle. Also, findest du nicht, dass wir uns bisher ganz gut schlagen? Schwierig. Also, ihr habt den Zauberstabladen in Brand und unter Wasser gesetzt. Das ist beachtlich. Und gelöscht haben wir. Erfolgreich gelöscht. Auch, würde ich das nennen. Und dieser merkwürdige Tanz, den du gemacht hast. Schwierig. Der Anti-Streit-Tanz. Du siehst halt hinter ihr noch ein weiteres Mädchen und zwei Jungs da stehen. Alle mit roten Kragen. Sehen schneidig aus. Also das andere Mädchen ist blond, auch strenger Zopf. Und zwei Jungs, einer brünett und einer dunkelhaarig. Groß, kantiges Kinn. Die so ein bisschen zu euch rüber gucken. Wer sind deine Freunde? Entschuldigung. Cinnamon Levity. Sie gibt dir die Hand. Und das Hi. Sind... Sag ruhig, wer du bist. Es ist vollkommen okay. Das ist gar nicht so wichtig. Emma, Leonora, Heide... Hi. Wir sind halt aus demselben Haus und wir bereiten uns auch auf die Schule vor und vielleicht, also wenn ihr irgendwas wissen wollt oder Hilfe braucht. Antike Geschwister? Wohnt ihr deswegen im gleichen Haus oder? Gute Frage. Nein, wir sind im gleichen Haus in der Schule, in der Academy. Ihr wisst ja wirklich gar nichts. Nee, ihr werdet eingeteilt. Wenn ihr zur Schule kommt, dann werdet ihr eingeteilt. Aber ihr seid auch so fürchterlich alt. Also ihr würdet... Insgesamt kommt die Frau mir ganz schön hochnäsig vor. Entschuldigung? Alt? Also, oh, hi, Entschuldigung, da hinten. Cinnamon Levity, haben wir schon verstanden, ja. Richtig, dankeschön. Schön, dass ihr hier seid. Ich gebe euch einen Tipp.
Wenn ihr euren Zauberstab habt, dann wedelt nicht so damit rum. Ich weiß nicht, wie das bei euch so läuft, in eurer Welt, aber wir rennen halt nicht durch die Gegend mit Zauberstäben und zeigen die auf irgendwie Leute oder wedeln die halt so rum. Nein, ihr benennt eure Kinder nach Gewürzen. Ja, danke. Und jetzt würde ich an deiner Stelle Leine ziehen, sonst wedelt mein Zauberstab nämlich nochmal in deine Richtung, ha? Huh? Wirklich? Du möchtest den Weg des Schmerzes gehen? Du möchtest dadurch lernen? Ey, wir sind auf jeden Fall, also das können wir für dich einrichten. Und das andere Mädchen mit dem nicht, blonden Zopf zieht auch schon ihren Zauberstab. Oh mein Gott, guck mal, die hat voll die Muster auf ihrem Zauberstab und wir haben nur so ein scheiß Holzding. Vanity, jetzt, bitte. Es Cinnamon. Vanity, ich glaube, das ist keine gute Idee. Cinnamon, es tut uns leid. Kannst du uns vielleicht zu dem Begleiter-Tierwesen-Laden weisen? Zumindest so eine generelle Richtung, das wäre super nett. Dankeschön. Total gerne. Sie macht eine Bewegung mit ihrem Zauberstab und du siehst einen kleinen roten Pfeil, der genau vor deinem Gesicht auftaucht und der sich halt in die Richtung dreht, wo der Laden ist. Dankeschön. Wir werden uns ja dann eh nochmal sehen. Schönen Tag erstmal. Auf Wiedersehen. Euch auch einen schönen Tag. Mensch, Vanity. Entschuldigung. Okay, pass auf. Ich würde fast meine restlichen 17 Gold verwetten, dass das keine Hilfestellung ist, was die Dame da gerade getan hat. Aber wieso sollte es keine sein? Die war doch zum Schluss vollkommen nett. Ist das dein Ernst? Sie hat gesagt, wir sind alt. Also bitte. Aber sie hat nicht gesagt, super gerne helfe ich euch, pass auf, da geht's lang. Sondern sie hat gesagt, super gerne helfe ich euch, da geht's lang. Mit diesem gruseligen Gesicht, Mann. Guck mal, da ist ein Pfeil vor deinem Gesicht, Ich würde dem Pfeil jetzt erstmal folgen. Er führt dich direkt zum Laden, wo man sich Begleiter aussuchen kann. Der Laden sieht von außen aus ist ein bisschen wie ein Streichelzoo. Auf das vielen verschiedenen ich Ebenen. Aus unserer Welt ist aber immer was anderes. Mehrstöckiges Gebäude mit Balkonen, kleinen Volieren, die dran gebaut sind. Und als ihr reingeht, es ist ein Sammelsurium von Artefakten, Gegenständen, Tieren, die überall rumlaufen. Nimm mal aus. Was wollt ihr in dem Laden machen? Wie wollt ihr euren Begleiter finden? Ich dachte, da gibt es so einen Begleiter, Spezialisten. Ich würde auch gucken, ob da irgendwie ein Mitarbeiter ist und den fragen, welche Tiere es so insgesamt gibt und welche Vorteile sie haben. Ich hätte gerne einen Pfau. Ich hätte gerne... Weiß ich nicht was. Ich würde mich gerne einmal umgucken und dann würde ich mir die kleine, winzig kleine schwarze Katze greifen, die ich da sehe und sagen, das ist meins. Okay, macht mir bitte alle, Myra und Louise, macht mir bitte einen Charming-Wurf. Schwierigkeit ist 5. Ich habe eine 19. Ich habe eine 9. Fantastisch. Louise, du gehst in den Laden rein und du sagst laut: Als Begleiter möchte ich einen V. Und in der Sekunde vor dir blättert sich das große V-Auge auf und ein ausgewachsener V steht vor dir und macht seinen Balztanz vor dir, um dir zu gefallen. Echt? Kannst du das kurz zeigen, perfekt, wie das aussieht? Auf gar keinen Fall. Es ist, okay, ist ein bisschen Jazz-Hands, ne? So, er macht da. Können magische Pfauen sprechen? Oder ist es auch nur ein Pfau, der aber quasi mein Spirit-Animal ist? Es kommt von hinten der Ladenbesitzer. Auch ein jüngerer Typ, lockige Haare, 3-Tage-Bart, sagt, hey, ich glaube, der V mag dich. Ich mag den V auch.
Ein stolzes Tier. Wie heißt der Pfau? Hat er einen Namen? Nun, das übliche Prozedere ist, dass Magier hier reinkommen und auf magische Art und Weise ihren Begleiter finden und dann geben sie ihm einen Namen. Wunderbar. Dann heißt dieser Jacques Chirac. Was auch immer, wie du ihn nennen willst. Wenn du ihn mitnehmen möchtest, mach das bitte 2 Gold. Wunderbar. Dann bezahle ich die 2 Gold. Und Jacques, komm mit. Der V. Und willkommen in der Familie. Der V läuft hinter dir her. Möchtest du nichts weiteres wissen? Okay. Und Myra, er kommt zu dir. Du hast gerade so eine kleine schwarze Katze in der Hand und sagt, ich glaube, du hast auch deinen Begleiter gefunden? Okay, gut, dann hätte ich gerne 2 Gold von dir. Du weißt, wie alles funktioniert? Ja, habt ihr noch so ein kleines Halsband vielleicht oder so? Oder vielleicht ein, so, oder so ein Halfter oder kommt ihr einfach mit mir? Du weißt nicht, wie alles funktioniert. Du kannst das ruhig sagen, es ist okay. Ja, ich weiß nicht, wie alles funktioniert. Fantastisch. Austauschprogramm, Nachzügler. Ich habe das in der Zeitung gelesen. Okay, du findest das den Begleiter, der am besten zu dir passt. Es ist schon ein bisschen, siehst ein bisschen traurig aus und die Katze ist auch ein bisschen traurig. Das ist schon, das passt schon gut zusammen, oder? Und ja. An sich, wir verkaufen nur Begleiter, weil das andere kannst du dir halt zaubern. Das ist ja fantastisch. Okay, hier, was kriegst du? Ich krieg jetzt 2 Gold. Hier. Und wie gesagt, magische Begleiter haben den Vorteil, es sind magische Tiere. Verstehst du, was ich meine? Es wirkt so, als sollte ich wissen, was das bedeutet, aber ich weiß es nicht. Du musst sie nicht füttern, weil sie magisch sind. Oh, okay. Alles klar. Vanity und Emma, wie wollt ihr euren Begleiter finden? Mir sitzt da was auf dem Fuß. Heißt das, dass mich das schon gefunden hat? Ist eine Kröte ein magischer Begleiter? Eine Kröte kann ein magischer Begleiter sein, ja. Weil sie ist mir gerade auf den Fuß gesprungen und hat sich jetzt die Kröte mich ausgesucht? Der Mitarbeiter kommt auch zu dir und sagt, ja, also, das ist bei dir irgendwie schwierig zu sagen, aber wenn du mit der Kröte zusammen den Laden verlässt, musst du sie bezahlen. Wie lange ist die Kröte denn schon hier in dem Laden? Sie sieht nicht so... Also, sie sieht ein bisschen ramponiert aus. Ich will keinen Rabatt oder so, das meine ich nicht, aber... Also, ist die schon länger da? Hätte die schon längst mitgenommen werden sollen? Irgendwie sieht sie sehr zurückgelassen aus. Weiß ich nicht. Also, jeder Begleiter findet hier seinen Begleiter. Das ist das Ding, was wir hier machen. Nun gut. Dann... würde ich diese arme Kröte mitnehmen. Dann nehme ich sie mit. Okay, dann ist es eine Kröte. Die Kröte hat mich gefunden. Wunderbar, ich bin stolz auf meine Kröte. Fantastisch. 2 Gold, bitte. 2 Gold für eine Kröte. Total gerechtfertigt. Na klar. Vanity. Was möchtest du finden? Ich möchte gerne einen Begleiter, der nicht stinkt. Der gut aussieht, auch fotogen ist. Der gut entertainen kann und der mir einfach zur Seite steht, wenn ich entertaine. Okay. Und, was haben wir? Mach mir doch bitte ein Charming Roll. Na klar. Und du darfst deinen Magic Die dazu nehmen. Was ist das noch gleich? Der W4, dein magischer Würfel. Okay, dann... Sag mir das Ergebnis, bitte. 9 dann zusammen. Eine 9.
Auf deiner Schulter taucht ein Hamster in einem schneidig geschnittenen schwarzen Anzug auf. Hallo! Guten Tag. Das gefällt mir! Ich habe gehört, Sie suchen eine Begleitung. Oh ja. Suchen Sie nicht weiter. Ich nehme mich mit nach Hause. Wir sollten vorher essen gehen. 2 Goldstücke? Das ist ja geschenkt. Ja, bitte. Würde ich. Du gibst dem Mitarbeiter die 2 Goldstücke in die Hand. Und der Hamster mit der viel zu tiefen Stimme begleitet dich aus dem Laden raus. Oh ja. Euch kommt Jade Bucket entgegen und sagt, ja, ich bin fertig und, ach ja, hier. Und er drückt euch allen jeweils einen Standardbesen in die Hand. Ich war schon mal, also wie gesagt, die wussten schon von dem, dass ihr kommt und das sind die, also das ist, damit verletzt ihr euch am wenigsten. Sieht aber auch scheiße aus. Es ist halt ein Besen. Was und kostet der Besen? Wir würden ihn schon verwenden. Guck doch einfach, wie viele Goldstücke du noch hast, dann weißt du, was der gekostet hat. Ja, stimmt. Jade macht eine kurze Bewegung und ihr fühlt in eurer Tasche, dass der Beutel leichter geworden ist. Ich hasse es, wenn das passiert. Okay, ich möchte gerne nachzählen, wie viel Gold ich noch habe. Ihr habt alle noch 10 Gold. 5 Gold für so einen schrummeligen... Schrumpelschrumpf. Es gibt keine wirklichen schlechten Besen. Jeder Besen kann halt fliegen. Was mache ich denn mit den restlichen 10, wenn wir nur diesen Standardkack kriegen? Nun, es gibt... Brauchen wir nicht auch Klamotten? Oh ja, Klamotten shoppen. Ich berate euch. Also die Schuluniform kriegt ihr in der Schule gestellt. Jeder, der da neu dazukommt, der darf sich, kriegt eine Robe gratis. Was ist mit Snacks? Snacks? Was? Ja, wie ich habe was anderes verstanden. Also Snacks, er zeigt die Straße runter auf einen Stand, wo, das ist wie so ein kleiner Hotdog-Stand. Aber es ist so eine Kiste, wo einfach draufsteht, alle Snacks. Alle? Irgendwie ist die magische Welt nicht so geil, wie ich erwartet hatte. Weil es da alle gibt, oder was? Ja, und alle und Snacks, daneben... das klingt wie so ein holländischer Pommesautomat. Aber die sind eigentlich ganz cool, wenn ich das essen würde. Und daneben steht halt ein etwas älterer, so denkst du so Ende 20-jähriger Typ, der halt recht gelangweilt neben dem Wagen steht. Aber der sieht ganz schön hot aus. Sollen wir da nicht mal rübergehen? Vanity. Ja, ich hab Hunger. Okay. Er kommt zu dem Vielleicht Wagen kannst hin. Du einen guten Deal raushauen, Vanity. Na klar. Ich mach Werbung für euch. Er geht da hin und sagt, hi, was geht? Willkommen bei Alle Snacks. Hier gibt's Alle Snacks. Welche Snacks wollt ihr? Hi, kann ich vielleicht einen Rabattcode von euch haben? Ich habe nämlich 3.286.913 Follower auf TikTok. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Ich glaube, mein Leben ist zu Ende. Okay, ich versuch mal. Hallo. Hi, Louis. Wir haben Alle Snacks. De Leroy der Siebte. Herzlichen Glückwunsch. Was für Snacks haben Sie im Angebot? Alle. Können Sie das ein bisschen spezifizieren? Das würde ich gerne... Ja, also halt alle. Alle. Können Sie was empfehlen? Alle wahrscheinlich. Ich gebe es auf. Jemand anders soll das machen. Der Typ guckt dich an. Vanity, willst du weitermachen? Ich hätte gerne Apfelschnitz. Schnittstücke. Ein Apfel? In Stücke geschnitten, ja. Und geschält bitte. Die Schale ist immer so hart. Er greift, macht so eine Luke auf, greift da rein und holt dir so eine wie so eine kleine Acrylglasbox
mit einem geschnittenen Apfel drin raus. Was soll das kosten? 2 Silber. Ich habe ja nur Gold. Das ist mehr als 2 Silber. Richtig. Du gibst ihm ein Gold, er nimmt die Münze und macht Anstalten, sie auf der Oberfläche des Kastens zu zerbrechen. Und sie zerspringt in Kupfer- und Silberstücke. Und die ihr dir zurückgibt. Fairerweise nicht uncool. Das ist ziemlich cool sogar. Ja, okay, dann nehme ich den Apfel auch. Danke. Okay. Will sonst noch jemand Snacks? Wir haben alle Snacks. Oh, warte, kannst du das nochmal machen? Ich würde es mich gern filmen. Okay. Ich hätte gerne einen fetten Schokoriegel, der mit frischen Erdbeeren gefüllt ist. Ich will nur was ausprobieren. Und Erdbeeren, wenn das okay ist. Er macht die Luke auf, greift rein und du bekommst das gleiche Konstrukt, wie so wie aus Plexiglas oder also aus Glas. Eine Schachtel, wo dein Snack drin ist. Und er hält die Hand auf. Super, ich gebe ihm einen Goldtaler. Er zerbricht den wieder und gibt dir das Wechselgeld. Dankeschön. Wow. Kannst du auch einen Apfel gefüllt mit Birne raushauen? Ich habe noch mehr Silberstücke. Das müsste ich mal. Er macht die Kiste wieder auf und kannst du einen Apfel mit einer Birne füllen? Ist denn da unten drin? Er greift wieder rein und gibt dir einfach, das ist ein Apfel, wo oben und unten halt ein Stück Birne rausguckt. Das ist ja cool. Voll geil. Nicht da mal reingucken, die Luke. Sorry, ihr macht die zu, das ist nur für Personal. Wem hast du denn gerade geredet? Ja, mit dem Wagen. Und der Wagen hat geantwortet? Dass er das Essen machen kann. So einen Wagen brauche ich für zu Hause. So einen Wagen hat jeder zu Hause. Die magische Welt ist doch ziemlich cool. Okay, lass uns weitergehen. Das verwirrt mich jetzt gerade zu sehr. Aber wo müssen wir denn jetzt hin? Wo ist der oder wie der Typ hieß? Du meinst Jade Bucket? Mr. Bucket steht hinter euch und wartet, bis ihr fertig seid. Er steht ein Stückchen zu nah an Vanity oder hinter Vanity, die ihn vorher nicht gesehen habt. Er sagt, hi, ich bin immer noch da. Alter. Ein bisschen. Ein Meter Abstand. Nee, eine Armlänge Abstand, bitte. Okay. Danke. Herr Bucket. Ja. Wir haben Sie schon vermisst. Wie kommen wir zu dieser Schule? Eher mit der Bahn. Ich war doch nicht mit der Bahn. Warst du schon mal in Deutschland? Die Bahn ist eine Katastrophe. Du kommst nie an. Ich habe davon gehört. Das soll nicht so gut sein. Nicht so gut ist nett. Aber sehr freundlich ausgedrückt. Aber sie muss doch einfach, ihr braucht doch einfach nur genügend Leute, die den von A nach B bringen in der richtigen Zeit. Warum geht das denn nicht? Ja, das mit der Zeit ist oft das Problem. Oder das Hinbringen. Das Warum, das hat bis jetzt noch keiner herausfinden können. Und ihr habt das Problem noch nie mit Magie angegangen. Na, wir waren doch bis gestern Naps. Also die Magie des Geldbeutels meines Vaters hat das Problem mit einem Helikopter gelöst. Wir haben einen Privatjet. Helikopter. Auch cool. Okay, was auch immer das bedeutet. Ah, einfach Fahrrad. Ist das ein anderes Wort für Bahn oder für Zug? Was, Fahrrad? Ja. Nee, Fahrrad hat zwei Räder, man sitzt drauf und man strampelt und dann bewegen sich die Räder und dann fährt man. Ja, aber wieso sollte man das machen? Ja, weil die Bahn halt nicht fährt. Ah. Also, aber, oder zumindest man weiß nie, wann sie fährt.
Das heißt, manchmal ist man pünktlicher mit dem Fahrrad, als man mit der Bahn ist. Ja, aber eigentlich warum fährt, immer. Also, aber warum fährt dann eure Bahn? Also normalerweise steigen wir in die Bahn ein und dann sind wir da. Genau, also bei uns ist das nicht so. Du steigst ein und wenn du Glück hast, kommst du an, aber zu spät. Wenn du Glück hast, steigst du ein. Das stimmt, ja. Das gut, aber zumindest fährt unsere Bahn, fährt der Zug zur Academy erst morgen. Aber ihr habt Zimmer in der Drunken Duck um die Ecke, wo ihr bis morgen bleiben könnt. Okay, das klingt wirklich nicht sehr komfortabel. Drunken Duck? Es ist ein gutes, günstiges Hotel. Okay. Also ich würde da jetzt einfach... Drunken Duck! Ach, das klingt aber nach einem Vlog. Eigentlich gar nicht schlecht. Okay, ich bin dabei. Ihr geht die Straßen runter. Ihr seid schon wirklich eine längere Zeit in der Crooked Alley unterwegs. Und so langsam dämmert es. Die Geschäfte fangen an zu schließen. Die Menschen verteilen sich. Und ihr macht euch auf den Weg zu The Drunk Duck. Ein Inn, das ein wenig abseits angesiedelt ist. Es ist ein kleines, windschiefes Gebäude, das von innen wesentlich größer aussieht als von außen. Aber trotzdem ist, wie auch Querbalken durch die Räume gezogen, viele kleine Tische, Möbel, die alle Einzelstücke sind. Und mehrere Treppen, die sich nach oben winden und dieses Gebäude fast endlos hoch erscheinen lassen. Unten ist eine kleine Art Bar, wo man auch noch was essen kann. Und hinter dem Tresen seht ihr das Ende dieser Folge. Das war die erste Folge von Fashionably Late to Magic bei Luxor Gaming Staff. Vielen, vielen Dank an meine fantastischen MitspielerInnen für diese wunderbare Session und vielen, vielen Dank an alle Zuschauenden und auch Regina. Vielen, vielen Dank für den Raid. Ich habe es zu spät gesehen, aber trotzdem vielen Dank und auch alle, die neu als Follower dazugekommen sind. Vielen, vielen Dank an euch. Wir werden diese Kampagne, dieses One-Shot im nächsten Jahr weitermachen, wo unsere neuen Studenten der Magie in der Schule ankommen und sehen, was dort passiert. Vielen Dank, es war mir eine Freude und bis zum nächsten Mal. Kommt gut ins neue Jahr. Guten Rutsch. Guten Rutsch. Ciao, danke fürs Zugucken. Tschüss.